Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause, dem weihnachtlich dekorierten Studio. Das Einzige, was noch fehlt, die Adventskerze brennt noch nicht. Da warten wir natürlich, bis es soweit ist. Auch für Sie haben wir heute viele Geschenke dabei und das sind die Themen unserer heutigen Sendung im Überblick. Neues Gesetz. 2015 werden die Emissionswerte für Kaminöfen verschärft. Wohnen im Alter. Zahlreiche Alltagshelfer machen das Leben zu Hause einfacher. Und kleiner Tisch, große Wirkung. Ein Tüftler aus Sigmaringen hat das Laptop-Bookboard entwickelt. Speziell in dieser Jahreszeit, wenn es draußen kalt und schmuddelig ist, ist der Kaminofen zu Hause etwas ganz Besonderes. Die Wärme und das Feuer, einfach eine ganz besondere Stimmung. Doch ab 1. Januar 2015 ändern sich die Emissionsvorschriften und es könnte sein, dass Ihr Kaminofen gar nicht mehr in Betrieb gehen darf. Auf was Sie achten müssen, sehen Sie jetzt im folgenden Beitrag. Bis Ende des Jahres sollten Kaminofenbesitzer ihre Feuerstätten genau überprüfen. Zum 1. Januar 2015 werden die zulässigen Emissionswerte verschärft. Entsprechen die Öfen nicht mehr bestimmten Emissionswerten, müssen sie stillgelegt, ausgetauscht oder mit einem Filter nachgerüstet werden. Sie selber können es entweder, wenn Sie noch wissen, was das für ein Ofen ist und eventuell ein Typenschild haben, feststellen oder der Schornsteinfeger, dessen Pflicht es auch ist, das einzustufen, der dann auch sagt, okay, jetzt muss ich das zum Zeitpunkt XY austauschen. Es ist nicht jede Feuerstätte muss zum gleichen Zeitpunkt ausgetauscht werden, sondern die, die 40 Jahre alt sind oder über 40 Jahre alt, müssen jetzt zum Beispiel zum 1.1. ausgetauscht werden. Oder die etwas jüngeren, die noch vor 85 gebaut wurde, die müssen erst 2017 ausgetauscht werden. Die Nachrüstung mit einem Partikelfilter kostet zwischen 600 und 1.000 Euro. Damit ist dann zwar der Zweck erfüllt, allerdings hat der alte Kaminofen immer noch einen hohen Verbrauch. Sinnvoller ist es, einen neuen einzubauen. Alle Öfen, die heute in Deutschland angeboten werden, erfüllen bereits die Bundesemissionsschutzverordnung und dürfen nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb bleiben. Neue Gesetze, neue Studio-Deko, vieles Neues. Alle Neuigkeiten aus dem Bereich Bauen und Wohnen jetzt in den News. Für Mietwohnungen gilt die beim Bau des Hauses vorgeschriebene Trittschalldämmung. Geräusche, welche von den darüber liegenden Nachbarn in der eigenen Wohnung zu hören sind, muss der Mieter hinnehmen. Wurde mit dem Vermieter allerdings eine andere Qualität der Dämmung vereinbart, muss diese auch eingebaut sein. Wird das Gebäude nachträglich kernsaniert oder die Trittschalldämmung erneuert, darf der Mieter erwarten, dass die zu diesem Zeitpunkt vorgeschriebene Dämmung erfolgt. Wenn nicht, ist die Wohnung mangelhaft. Bis zur Nachrüstung kann er die Miete mindern. Bei einer Modernisierung kann der Vermieter die Miete erhöhen. Rund 11% der Kosten, welche für die jeweilige Wohnung anfallen, dürfen auf die Jahresmiete umgelegt werden. Darauf verweist der Mieterverein München. Anders sieht es bei einer Instandsetzung aus. Hier ist eine Erhöhung der Miete nicht zulässig. Nutzen Vermieter anstehende Reparaturen für Modernisierungsmaßnahmen, sollten Mieter genau hinschauen. Dann müssen fiktive Reparaturkosten berücksichtigt werden. Private Besitzer von Ölheizungen müssen ihre Tankanlage künftig auf technische Mängel überprüfen lassen. Voraussichtlich Mitte 2015 tritt die Regelung in Kraft. Wird die Überprüfung nicht vorgenommen, ist im Schadensfall der Hausbesitzer persönlich haftbar. Sowohl für die Schäden an seinem Gebäude als auch für alle verursachten Umweltschäden. Die Kosten für eine Untersuchung belaufen sich auf 100 bis 150 Euro. Bei erheblichen Mängeln ist ein Tankaustausch ratsam. Wir alle kennen das Problem zu Hause, entweder beim Buchlesen oder wenn Sie den Laptop auf dem Schoß haben. Nichts ist so richtig bequem und irgendwann schläft der Arm ein. Doch es gibt Abhilfe und zwar hat ein findiger Entwickler hier aus der Region eine Lösung geschaffen, in der Sie im Stehen, im Sitzen und auch im Liegen ganz bequem arbeiten und lesen können. Das zeigen wir Ihnen nach der Werbung. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gibt es immer mehr ältere und betagte Menschen. Frauen und Männer werden immer älter. Glaubt man den Angaben, wird sich die Anzahl der älteren Menschen in den nächsten 3 Jahrzehnten verdoppeln.
Das heißt auch, immer mehr Menschen sind auf Hilfe im Alltag angewiesen. Die Möbel und Geräte müssen sich auch der fehlenden Mobilität anpassen. In Villingen-Schwenning zeigt das Landratsamt Schwarzwald-Baar die Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt viele kleine Helfer, die den Alltag erleichtern können, vor allem älteren Menschen. Es erleichtert viele Arbeiten und man merkt eigentlich nicht einmal, dass man so beeinträchtigt ist und es trotzdem gut findet. Das fängt schon an der Haustür an. Ein Türschloss, das sich per Daumenabdruck öffnen lässt, oder eine Kamera, die zeigt, wer vor der Tür steht, sind nur einige Beispiele. Insgesamt gibt es mittlerweile mehr als 200 Alltagshelfer für alle Räume der Wohnung. Die allermeisten Dinge, die Sie hier sehen, sind sehr einfach nachrüstbar und sind überhaupt gar nicht immobil. Also eine Greifzange oder ein Sessel, der bewegt ist, oder ein Licht, das ich mir speziell einrichte, damit ich wieder besser sehe, das kann ich in jeder Wohnung nachrüsten. Das ist die Hauptanzahl. Dann gibt es natürlich Sachen, für die wirklich ein kleiner Umbau fällig ist, wie zum Beispiel Bad, Barrierefreiheit oder auch Stufenlösungen, wie kann ich eine Stufe überbrücken. In der Regel gibt es beides. Es gibt so Kleinlösungen, die auch in Mietwohnungen ganz gut gehen, und es gibt natürlich auch die technisch vielleicht etwas aufwendigeren Sachen, die dann im Neubau eher zum Tragen kommen. Die klassischen Hilfen wie Pflegebett, Rollator oder Toilettenerhöhung sind im Hilfskatalog der Pflegekassen zu finden. Um diese zu erhalten, reicht ein Attest vom Arzt, dass man auf die Produkte angewiesen ist. Anders ist natürlich bei so großen Umbaumaßnahmen. Also das heißt, wenn ich ein Badezimmer zum Beispiel barrierefrei umbauen möchte, wenn ich einen Treppenlift einbauen lassen möchte, das sind ja dann schon sehr teure Geschichten. Und hier muss ich dann auf jeden Fall eine Pflegeeinstufung haben. Das ist also eine Voraussetzung, damit die Pflegekasse einen gewissen Zuschuss bezahlen kann. Der Zuschuss liegt jetzt im Moment noch bei 2.500 Euro, wird aber ab 01.01.2015 ansteigen auf 4.000 Euro. Eine andere Möglichkeit: Seit Oktober gibt es von der KfW-Bank wieder Zuschüsse für Pflegebedarf. Theresia Klug und ihr Mann Ralf sind noch fit. Trotzdem denken sie über die ein oder andere Anschaffung nach. Auf jeden Fall fand ich ganz sinnvoll diesen Sessel hier zum Beispiel. Der würde mir sehr viel Freude bereiten, wenn ich den zu Hause hätte, weil da einfach eine Aufstehhilfe ist und ich eigentlich sehr viel Probleme mit meinen Knien ab, und von dem her würde ich den hier schon mal als Favoriten hier für mich sehen. Ja. Die Musterwohnung in der Gewerbeschule in Villingen-Schwenningen präsentiert alle Hilfsmittel, von barrierefreiem Bad über Multifunktionsmöbel bis hin zur kompletten Mediastation. Was die Produkte kosten und wo es sie gibt, darüber informiert das Landratsamt Schwarzwald-Baar Heuberg. Relax-Tisch, Beistelltisch, Sportmöbel oder Laptop-Tisch, Labobo kann vieles machen. Auf jeden Fall ist es ein System, das das Leben und Arbeiten deutlich erleichtern kann. Diese Neuheit auf dem Möbelmarkt wurde entwickelt von einem Erfinder aus der Region. Was sich konkret dahinter verbirgt und was Sie damit alles machen könnten, das sehen Sie jetzt im folgenden Beitrag. Wer seine Zeitung gerne auf der Couch liest, kennt dieses Problem. Angestrengtes Sitzen und ein Durcheinander der Seiten. Angenehmer ist es so: entspannt auf der Couch, die Hände sind beim Lesen frei. Entwickelt hat das Laptop Bookboard, kurz Labobo, ein Tüftler aus dem Kreis Sigmaringen. Ich hatte wie Millionen andere auch Rückenprobleme, Rückenschmerzen, Rückenleiden. Habe alles Mögliche versucht und es wurde dann immer schlimmer. Bin dann in Reha gewesen, längere Zeit, und habe dann viel über den Rücken gelernt. Und mit diesem Wissen bin ich nach Hause gekommen, was man tun soll, um den Rücken gesund zu halten. Nicht wieder gesund zu bekommen, sondern auch gesund zu halten. Und habe dann festgestellt, die Möbel, die es so bisher gab, die können das alles gar nicht erfüllen, was man eigentlich bräuchte, um ergonomisch arbeiten zu können. Und so habe ich das Möbel dann entwickelt und selber mir gebaut.
In Serie gefertigt wird der Relax-Tisch in einer Schreinerei in Scheer bei Sigmaringen. Hergestellt aus heimischer Rotbuche ist Labobo natürlich und nachhaltig. Trotzdem bietet er Stabilität und Flexibilität. Jedes Teil des Labobo wird von Hand gefertigt und bearbeitet. Das Grundmodell besteht aus 4 Teilen. Diese sind vorbereitet mit Bohrungen in verschiedenen Rastern, sodass beliebige Anbauteile hier flexibel, kundenkonform montiert werden können. Die kommen in den Karton, sind so verpackt. Ganz einfach und simpel, selbsterklärend. Das steckt man hier rein. Es gibt nur die Möglichkeit oder andersrum. So, und dann kommt hier diese Sternengriffmutter drunter. Der Aufbau dauert keine 10 Minuten und kann von einer Person allein durchgeführt werden. Ebenso flexibel wie die Handhabung ist der Einsatz des Labobo. Meine jüngste Kundin ist 4,5 Jahre, die hat erkannt, wie die Mutter das nutzt. Die Kleine mit 4,5 liegt sitzt auf dem Sofa und macht da ihre Malbücher, malt dann in ihre Malbücher. Es gibt Kinder, die nutzen das als mitwachsender Kinderschreibtisch. Jugendliche benutzen das ganz toll, wenn die Eltern das gekauft haben, nutzen das und setzen es ein. Dann die Mittelalterlichen nutzen es, dann zum Computerarbeit, im Internet zu surfen und so weiter oder im Büro zu arbeiten. Und dann die Senioren nutzen das, weil sie es halt einfach mobil in ihrer Wohnung nutzen können, als Lesetisch, als Schreibtisch. Also breit gefächert. Immer griffbereit, mobil, zum Lesen oder Arbeiten. Neben der Grundausstattung ist Labobo beliebig mit Modulen erweiterbar. Die vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten sollen zudem Nacken und Rücken entlasten. Die Kosten für das Laptop-Bookboard liegen für das Grundmodell bei 589 Euro. Ist es nicht erstaunlich, was man mit einem einzigen Möbelstück alles anstellen kann? Liebe Zuschauer, für diese Woche war es dies wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche unser Hauptthema, die Fördermöglichkeiten 2015. Und Sie werden überrascht sein, was der deutsche Staat alles fördert. Bei uns im Studio wird dann Herr Göppel sein, der Leiter der Energieagentur Ravensburg, der kompetent Auskünfte gibt, was Sie alles machen können. Bis kommenden Donnerstag wünsche ich Ihnen eine wundervolle Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.